Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr freut euch sicher genauso wie ich, dass ihr mit mir wieder eine Stunde verbringen dürft und mit kurzen Unterbrechungen vom Flo mir und anderen Personen zuhören dürft. Mit anderen Personen meine ich dieses Mal zwei ganz spezielle Charaktere, die uns in, wie soll ich sagen, die tiefe österreichische Seele mitnehmen. Also in das, was man in Österreich auch mitnimmt, wenn man sich denkt, nein, ist eh schon wurscht, also Kärnten. Das neue Jahr steht kurz bevor und neues Jahr bedeutet immer neue Möglichkeiten, neue Vorsätze, der Versuch, neue Routinen zu starten. Und wir vom Laufenden Decken Podcast wollen dabei helfen, definitiv die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen setzen wir schon seit langem auf AG1 von Athletic Greens und würden euch auch empfehlen, euer Jahr so mit einer richtig starken Routine zu starten. Das ist einfach 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und weitere lebende Kulturen, die dir einfach helfen, dein Jahr optimal zu starten und 2023 zu deinem Jahr zu machen. Es ist ja eh immer so, man fängt das Jahr an, nimmt sich Ziele vor, gerade wir Sportler setzen uns irgendwelche Wettkampfziele und dann kommt irgendwie der Alltag, dann kommt der Stress, dann kommt der Beruf, dann kommt die Familie und irgendwie fehlt uns die Energie, wir sind nur schlapp, unser Immunsystem fährt runter und wir werden krank und es läuft dann alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Deswegen setzen wir auf AG1, weil es erstens praktisch und einfach ist. Ich muss nicht dran denken, ich muss 250 Milliliter Wasser ins Glas tun, einen Löffel AG1 reintun, durchrühren, trinken und in nicht einmal 60 Sekunden weiß ich, dass ich mir was Gutes getan habe. Es ist leicht absorbierbar. Es gibt mir eben diesen Vitamin- und Nährstoffkick, den ich brauche, um einen hohen Energiehaushalt zu haben, um ein starkes Immunsystem zu haben, um einfach trainieren zu können, um leben zu können, um draußen sein zu können und Ziele zu erreichen, anstatt auf dem Sofa sitzen und zuschauen, wie andere Ziele erreichen. Deswegen, wenn du dich jetzt auch informieren willst, geh auf athleticgreens.com/laufendecken, teste AG1 völlig risikofrei, 60 Tage lang. Es gibt eine Geld-Zurück-Garantie und starte 2023 einfach mit einer starken Routine. Wichtig, 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten, und das ist ganz wichtig, echten Lebensmitteln. Und exklusiv für unsere Zuhörer des Laufenden Decken Podcasts gibt es zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs, damit, wenn du mal bei einem Wettkampf bist, auf deine Routine nicht verzichten musst. Das kriegst du eben, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt, kriegst du das kostenlos dazu. Also, jetzt gehen auf athleticgreens.com/laufendentdecken. Sprich, so den südlichsten Grad dessen, was man gerade noch durchgehen lassen kann. Und man muss ja dazu sagen, es gibt es schon relativ lang, aber wir haben Kärnten noch nicht so wirklich beleidigt. Das ist vielleicht eine der wenigen Bundesländer, die wir noch ausgelassen haben. Zeit wird's. Jetzt laden wir gleich zwei davon ein, damit man. Richtig. Ne, vor allem ist es dann nicht so unfair. Dann dementsprechend haben wir heute zwei Protagonisten da. Bevor wir das tun, möchten wir euch natürlich wieder auf diverse Social Media und Spendenseiten verweisen, wo ihr uns mit eurer Anwesenheit, mit Reviews, Punkten und Euros beglücken könnt. Und das war's dann auch schon für den Vorspann. Also sage ich zu den zwei Initiatoren und Begründern und Masterminds hinter dem karnischen Ungetüm. Hallo, das ist der Hartwig. Servus. Servus, hallo. Und der Leopold. Grüß dich. Grüß euch, hallo. Und der Flo ist auch da. Servus, der andere. Servus, einer. Naja, das karnische Ungetüm, das ist was, das es noch gar nicht gibt. Also alle Teile, die dort passieren, gibt es schon, aber so alles zusammen gibt es noch nicht, so wirklich. Ihr habt euch nämlich letztes Jahr zusammengerauft und habt gesagt, es fehlt da noch was in Österreich in der Trail-Landschaft. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wie habt ihr euch kennengelernt und wer seid ihr und was macht ihr da? Wer mag anfangen? Wer ich anfangen? Also, ja, aber wo soll ich anfangen? Wie kennen wir uns, Leopold? Wir kennen uns aus der Schule schon ewig, oder? Ja, wir kennen uns schon ewig. Noch kurz zum Intro, ziemlich mutig von euch, aber
schauen wir mal, wie das weitergeht, ob wir da auch mehr gedisst werden. Ja, wir kennen uns schon seit der Schulzeit eigentlich von ganz klein auf und haben immer viel miteinander unternommen, viel Zeit verbracht. Und auf das Ganze sind wir eigentlich zufällig gekommen, ja. Zufällig, ja. Das karnische Ungetüm ist eben der alpine Ultra-Trail, mit dem wir beide eigentlich recht wenig zu tun haben. Selber sportlich vor allem, das kann man so schon sagen. Und draufgekommen ist im Endeffekt, sind wir auf das gekommen, weil der Dom L. Punkt, den kennt ihr vom Schweiß und Pommes Podcast, genau, und so weiter. Der hat mich letztes Jahr gefragt, du Hartwig, hast nicht Lust, am karnischen Höhenweg von Siljan nach Kötschach irgendwie zu wandern, zu laufen? Und ich habe gesagt, ja, schauen wir mal, weiß nicht, jetzt extra Zeit habe ich nicht, aber ich habe mich dann kurz darauf gefragt, warum es da keine Veranstaltung gibt eigentlich dafür. Das kennt man ja doch mit einer Veranstaltung umrahmen. Und ja, mein erster Ansprechpartner war der Leopold, der für das Organisatorische zuständig ist. Ich selber habe vielleicht ein bisschen sportliche Expertise. Und der Leopold hat, ich habe ihn gefragt, ja, sollte man sowas machen? Und der Leopold hat gesagt, ja. Ja, da haben wir gesagt, passt, machen wir es. Wieso auch nicht? Viel spektakulärer war der Anfang nicht. Also fairerweise, du hast gesagt, du hast was mit Sport zu tun, du bist Triathlet. Ob das jetzt wirklich heißt, mit Sport zu tun, das ist halt... Über das haben wir auch sehr oft diskutiert, ja. Ja, der Leopold ist da voll auf eurer Linie. Ich habe schon gewusst, da kriege ich die volle Breitseite als Triathlet und als Triathlon-Trainer. Aber ja, ist schwierig. Ja, deswegen, ich meine, das kann man mir ja nicht verübeln, dass ich andere Pfade suche und es ist ein Trailrun und kein Triathlon. Also bin ich ja schon auf eurer Seite. Ja, wir als Trailrunning-Community sind natürlich den Abtrünnigen offen und versuchen sie in den rechten Weg zu leiten. Das ist unsere integrative Ader. Wir sagen einfach, kommt zu uns, kommt auf die gute Seite. Ja, es schaut so aus, als wäre euch das bei mir geglückt zumindest. Hervorragend. Ja, ein Schäfchen nach dem anderen. Ja. Eat this Iron Man Group. Aber der Leopold und du, ihr kommt ja beide aus der Gegend. Grundsätzlich, oder? Ihr kommt genau, ja da aus der Richtung Kötschach. Wir sind eigentlich beide da genau aus der Gegend, quasi im Zielgelände von unserem Lauf, also aus Kötschach Mountain, beziehungsweise der Hartwig aus Laas. Das ist ein kleiner Ort ganz in der Nähe. Und natürlich kennen wir den karnischen Höhenweg schon seit unserer Kindheit eigentlich beide. Und was wir uns eher gefragt haben, ist, warum es den Lauf so bis dato noch nicht gibt. Weil wir finden, es ist einfach alles da. Also es ist eine wunderschöne Strecke. Ja, na, das war ja das mit, es ist eigentlich für den Lauf ja, ist ja schon lange angerichtet von quasi den Alpenvereinen der Gegend quasi, also der Höhenweg ist ja da, aber es gibt halt keine Veranstaltung dazu oder bis jetzt gab es keine Veranstaltung dazu. Was mich da noch sehr interessiert an der Geschichte zum Lauf selber, geht der über Landesgrenzen hinweg oder bleibt er innerhalb Kärntens? Naja, der Lauf startet in Osttirol, in Siljan. Ja, ja. Und der Lauf geht entlang einer Gradlinie zwischen Österreich und Italien. Man bewegt sich teilweise in Österreich, teilweise in Italien und endet dann im Geiltal in Kötschach Mountain. Ja. Ja, und das geht über Landesgrenzen. Und das sieht man dann auch an den Wegmarkierungen, die sich dann zeitweise ein bisschen ändern. Aber ja, ist ein historischer Weg. Früher im Ersten Weltkrieg haben da Menschen schwere Stunden oben verbracht. Auf Italienisch ist es der Via della Pace und ja, da kann man Geschichte live erleben, auch wenn man im Laufschritt unterwegs ist. Aber was mich da interessieren würde, wir hatten das ja beim Wiener Trail Run, glaube ich, in der Diskussion, mit der, wie das ist, da falls es auf Englisch, die Permits zu bekommen, also die, wie sagt man da? Helft's mal kurz. Genehmigungen, dass du dort laufen darfst mit Landesgrenzen. Ja. Ja. Wenn das wirklich Landesgrenzen irgendwie überschreitet, ist das da irgendwie dann ein großes Thema bei euch? Nein, es ist von uns aus, also was wir als erstes gemacht haben, ist immer zuerst mit den Bergrettungsdiensten, die da auf der Strecke ihre Sektionen oder ihre Dienststellen haben. Mit denen haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben zuerst das ganze sicherheitsrelevante Thema besprochen. Und das Zweite ist, es ist ein öffentlicher Wanderweg. Wir haben natürlich auch mit den ganzen Hüttenbesitzern, das hat der Hartwig dann übernommen, gesprochen, ob da irgendwie jemand etwas dagegen hätte, wenn wir diesen Lauf veranstalten, und haben eigentlich von jeder Seite nur
positives Feedback und da viel Unterstützung kriegt. Ja, man muss dazu sagen, dass das hilft nichts, wenn sich der Leopold und ich jetzt zusammensetzen und sagen, ja, passt, organisieren wir einen Lauf. Wir hätten einfach die Manpower nicht dazu, dass man so einen Ultra und vor allem einen alpinen Ultra-Trail, was ja schon einmal einen gehörigen Unterschied macht, wir hätten die Manpower nicht, dass wir das sicherheitsmäßig und so weiter absichern können. Und da haben wir uns als erstes mit den Bergrettungen zusammengesetzt und gefragt, wie schaut's aus, können wir damit eigentlich zusammenarbeiten? Und die haben von der ersten Sekunde gesagt, ja, passt. Sie werden das intern koordinieren und im Endeffekt sind es 4 Bergrettungen, davon sind 3 aus Österreich, eine italienische Bergrettung ist dabei. Die werden dann teilweise die Streckenposten machen und einfach das Sicherheitsrelevante abdecken. Mhm. Und so wie der Leopold gesagt hat, das ist ein offizieller Wanderweg. Und da genau aus dem Kreis der Bergretter kommen auch logischerweise einige interessierte Läufer, die auch schon gesagt haben, ja, das haben sie schon selber ein paar Mal sogar gemacht. Also es ist auch nicht so, dass da noch niemand gelaufen ist auf dem Weg, sondern vor allem die Einheimischen, die haben da untereinander so quasi ein bisschen eine Rangliste, wer das am schnellsten geschafft hat bis dato. Und wir machen es halt jetzt das erste Mal. Es gibt also ein gutes Drama-Segment. Ja, weil jeder prahlt nur für sich und jetzt ist ja, dann klar. Endlich ein Event da. Jetzt kann jeder die Karten am Tisch legen und jetzt kannst du sagen, ob du der Schnellste bist oder nicht. Mit offizieller Zeitnehmung. Ja. Oft hört man die Zeit noch als Wirtshausgeschichte und das kann man jetzt glauben, muss man nicht. Und wir haben gesagt, nein, das sofort alle einschreiben bei uns, teilnehmen, dann haben sie auch die Zeit, ist wirklich gut gemessen. Rucksack auf die Hosen runter und los geht's. Ja. Bis jetzt war es cool, dort zu laufen. Jetzt ist mein Sellout, wenn man dort läuft, weil jetzt ist eine Veranstaltung, da jetzt wird alles ausgeschlagen. Nein, aber ich glaube irgendwie, das ist so auch so dieses klassische Ding, dass jeder davon redet, dass eigentlich geil wäre, so eine Veranstaltung zu machen. Aber es dann wirklich umzusetzen, ist dann nochmal was anderes. Und das hört man immer wieder. Ideen sind halt lustig, Ideen haben viele, aber die Umsetzung ist das dann, wo es dann wirklich schwierig wird. Und wie du so sagst, dann kommen die Herausforderungen mit Bergrettung dazu. Und wie schaust du, dass die Leute da sicher kommen? Weil du wirst doch teilweise wahrscheinlich Anfänger dabei haben, die sowas irgendwie zum ersten Mal machen oder nicht viel gemacht haben. Wie geht man damit um? Das ist alles irgendwie, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, das überhaupt anzufangen. Und Peter und ich haben auch schon mal ein paar Mal überlegt, ob wir nicht sowas könnten. Wobei ihr habt ja beide, soweit ich das mitgekriegt habe, schon Erfahrung quasi im Event machen, also als Event oder Veranstalter, und ihr seid ja auch beide, wie soll ich sagen, ein bisschen vorgeprägt. Also der Hartwig gerade jetzt da was. Aus dem beruflichen Umfeld, wie das jetzt da ist, wen muss ich ansprechen, wo muss ich schauen, dass die Bergrettung da ist, wo muss ich, quasi, er ist so ein bisschen mit Sport und Sani-Einschlag auf der einen Seite und Risiko bewerten, und der Leopold auf der anderen Seite ist so, in Österreich, Deutschland sagt man, glaube ich, Vereinsmeier dazu, der halt so mit diesen Vereinsstrukturen zu tun hat, oder? Genau, ich glaube, Vereinsmeier ist wirklich so der gängige Begriff, da, wo jeder weiß, was damit gemeint ist. Genau. Ja, ich war beruflich 6 Jahre lang in Wien beim Österreichischen Eishockeyverband tätig und habe dort da eben viel mit Veranstaltungsorganisationen und eben Sportmanagement zu tun gehabt von der Seite und da gleichzeitig an bereits bestehenden Vereine eben bei uns in Kötschermauten, wo wir aber mehr Richtung Kultur, also Kabarett, Musikveranstaltung, sowas in die Richtung organisiert haben. Und ich glaube, uns hilft einfach extrem, dass bei uns, wir sind ein relativ kleiner Ort, man kennt sich untereinander, man kennt den Bürgermeister, man kennt die wichtigsten Vereine, die Bergretter natürlich. Und das ist wirklich, wenn du mit einer guten Idee kommst und die Leute integrierst und da wirklich fragst, ob sie mit dabei sind. Also nicht nur, wir gehen nicht nur hin und sagen, wir möchten gerne, sondern wir sagen, habt ihr nicht Lust, uns da zu unterstützen? Und das hilft einfach allgemein, wenn man dann sowas zum ersten Mal macht. Ja, ja, du musst das auch veranstalten im Prinzip, weil du selber bist Fußmarot. So ehrlich kann man auch sein. Ja, okay. wir haben auch nicht die Kapazität, dass wir jetzt sagen, okay, wir stellen jetzt 100 Leute ein, die uns da helfen und Streckenposten und sonst was machen, sondern es ist, wir veranstalten es als Verein, also wir sind eine Non-Profit-Organisation und da helfen wir einfach alle zusammen und dann geht sich das einfach gut aus. Aber wenn ihr sowas anfängt und sagt, ihr geht jetzt so zu den Bergrettungen und ihr geht jetzt zu den Hüttenwirte und ihr geht wahrscheinlich, habt ihr irgendwann am Start braucht wen, und du brauchst, ein Bus führt die Sachen vom Start ins Ziel oder die Leute vom Ziel zum Start, und du brauchst ja irgendwo duschen und also den ganzen Zinnober, den du außenrum nicht machen musst,
weil es gibt Veranstaltungen, die machen es einfach nicht. Aber den einfach viele Leute schon, ja, erwarten, klingt jetzt ein bisschen deppert, aber wenn man sich ein Musikfestl anschaut in die frühen 90er und heute, da hat sich auch viel getan. Obwohl selbe Musik, selbe Menschen. Aber die erwarten sich halt jetzt einfach was anderes. Und das sind einfach viele Sachen, die du rundherum bedenken musst. Hilft es dann da, wenn man wirklich in einem kleinen Ort, weil man Kötschach-Mauten, für alle, die jetzt dann nicht Kärnten affin sind oder wissen, wovon wir reden da jetzt da von, ja, es ist quasi so die letzte Dreiländereck. Ja, genau, Dreiländereck, das trifft es gut. Eine wunderschöne Marktgemeinde am Ende des Gailtales. Ja, also du bist du noch Touristikbeauftragter nebenbei oder so? Also wenn du Richtung Drei Zinnen oder so in die Richtung fährst, dann kommst du dort oder kannst du dort vorbeifahren. So, du kannst da über Linz fahren, aber du kannst da dort vorbeikommen. Ich kann da rumfahren, das ist kein Problem. Ja, ich kann da über Linz fahren. Also das ist ein Scheißargument. Wie man uns findet, das Leichteste ist, das, was in ganz Österreich eigentlich bekannt ist, ist das Skigebiet Nassfeld, das ist das größte in Kärnten. Und wenn man beim Nassfeld noch vorbeifährt, circa eine halbe Stunde Richtung, also talaufwärts, ja, dann kommt man nach Kötschach-Mauten. Gleich im Anschluss ist das Lesachtal eben. Und wenn man da dann weiterfährt, kommt man noch bis nach Siljan. Und ja, aber hilft es dann da, wenn man wirklich so ein kleiner Ort ist? Weil du gesagt hast, du warst in Wien und hast dort auch mit Vereinen zu tun gehabt und wir haben es eben in der Trailrun-Folge auch gehabt. Große Städte sind eigen. Und da kannst du Klick kommen, wenn du die richtigen Menschen kennst, um Dinge tun zu können, aber du kannst halt auch super einfahren. Und in Tourismusregionen hast du dasselbe in anders. Wie ist es in kleinen Ortschaften? Ich glaube einfach, dass da das Thema und vor allem der Sport verbindet in dem Fall, also bei unserer Veranstaltung, die wir machen. Und das ist jetzt egal, ob in Wien sitzt oder in Kötschach-Mauten, wenn du Interesse am ähnlichen Sachen hast, an dem Sport mit Herzblut dabei bist, dann kannst du mit Vereinen aus ganz Österreich zusammenarbeiten. Ja, ich meine, ich denke mal, es sind überall halt andere Herausforderungen und das ist sowieso schon schwierig genug. Und ihr macht das ja irgendwie jetzt auch noch nicht hauptberuflich, sondern ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Leidenschaftsprojekt, oder? Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, das stimmt, Florian, dass man einfach mit viel Idealismus dabei ist und Leidenschaft und das kostet die Stunden, aber ich investiere es gern, dass so eine gelungene Veranstaltung dann im Endeffekt ausschaut. Und das geht's nicht. Ein Triathlon, der Ideale hat. Deswegen ist es ja kein Triathlon. Weil er halt noch Ideale hat. Dadurch, dass es ein offizieller Wanderweg ist, macht es das einfacher. Du hast natürlich die Hüttenwirte, du hast natürlich die Bergrettung und so weiter und so fort, aber oder hast du da dazwischen auch 17, weiß ich nicht, private Grundbesitzer, die du alle einzeln durchackern musst und fragen kannst, hey, dürfen wir dort, weil es ist eine Veranstaltung und keine private Wanderung. Also gibt es da einen Unterschied? Ich habe da ja keine Ahnung. Jetzt ganz blöd gesagt, es hat uns noch keiner irgendwie angesprochen auf die Geschichten. Wir sind da mit der Marktgemeinde und mit dem Bürgermeister in Kontakt und im Endeffekt ist der Ablauf für uns so, dass wir die Anmeldung der Veranstaltungen dort machen, wo wir Start und Ziel haben. Mhm. Und dazwischen ist quasi die Lauf oder der Laufweg, weil wenn es nicht am Berg wäre, sondern unten im Tal, machst du ja einen Lauf, der vielleicht über die Grenze von, oder in Wien über die Stadtgrenze kurz rausgeht, wieder reingeht, laufst da über Privatwege drüber. Also wir machen dort ja keine permanenten Veränderungen in dem Sinn, also dass wir jetzt da irgendwie was Neues aufstellen oder irgendwelche Bäume wegmachen würden, damit wir durchlaufen, sondern es ist sogar eher so, dass wir ganz, ganz viel Augenmerk drauflegen, dass wir da keine Spuren hinterlassen. Also es gibt eigene Strafen, wenn irgendwie auch nur ein Müsli-Riegelpapier irgendwo weggeworfen wird. Also wir achten schon sehr drauf, auch im Sinne vom Alpenverein, vom Naturschutz überhaupt, dass die Veranstaltung eigentlich keine Spuren in dem Sinn hinterlässt, dass man da jetzt dann auch am Weg sieht, okay, da war jetzt eine Großveranstaltung.
Ich meine, ist er quasi ähnlich, wenn im Ultraradfahren, wenn es da irgendwie quer durch Amerika fahren, da müssen sie auch jetzt nicht, vermute ich jetzt einmal, weil die benutzen halt öffentliche Wege, die für alle zugänglich sind, an denen sie nichts verändern. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Argumentation ist. Nur um das für mich nochmal abzuschließen, habt ihr da noch Markierungen oder benutzt ihr dann einfach die Markierungen, die quasi der Wanderweg vorgibt? Ja, grundsätzlich ist der Karnische Höhenweg von A bis Z natürlich super markiert. Was aber bei uns natürlich dazu kommt, ist, dass der Start um Mitternacht ist. Das heißt, wir werden reflektierende Wegmarkierungen noch hinzufügen, gerade in die Nachtstunden. Das ist sowieso Pflicht. Und wir werden auch an neuralgischen Punkten noch Wegmarker setzen, so dass man sich so gut es geht nicht verlaufen kann. Und das werden auch an wirklich circa 5 neuralgischen Punkten noch Bergretter stehen, dass man sich da nicht verlaufen kann. Auch wenn man sagt, okay, es ist am Grat entlang großteils, ja, es gibt schon die ein oder andere Abzweigung, wo man sich vielleicht mit 180 Puls nicht ganz sicher ist, muss ich jetzt links, muss ich rechts. Und ja, deswegen gibt's da noch zusätzliche Markierungen, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich habe das mal erlebt auf La Palma beim Transvulcane, das ist ja auch ein Fernwanderweg oder so ein offizieller Dings. Die haben zum Beispiel auch nur an vereinzelten Punkten gehabt, weil es erstens, wenn es so offensichtlich war, weil es da nur einen Weg gab, beziehungsweise es einfach so schon beschriftet war, also dass wenn ich mir das ähnlich vorstelle, dann hat das eigentlich, hab ich da nie irgendwie Gefahr gehabt, da falsch abzubiegen. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Na, das soll es ja nicht geben. Also ich bin gerade letztes Jahr das noch einmal abgegangen, um mir das einzuprägen, auch selber, und mir die kritischen Punkte außerzuschreiben, für mich selber als sportlichen Leiter. Und ja, es gibt nicht wirklich viele Punkte, wo man sich verlaufen kann, aber wie gesagt, mit 180 Puls ist alles ein bisschen anders. Aber generell, also wenn man jetzt länger als eine halbe Stunde im Laufschritt keine Wegmarkierung mehr sieht, ja, dann muss man einfach umdrehen und bis zur letzten Wegmarkierung wieder retour gehen. Wenn du den ultimativen Test haben willst, dann empfehle ich dir, den Demeter Dick einzuladen, den Biathlon-Tag. Wenn der ankommt mit Vollgas, dann weißt du, dass du dich definitiv nicht verlaufen kannst. Du, ich glaube, es gehen so viele tausende Wanderer pro Sommersaison über den Karnischen Höhenweg, die alle irgendwie ankommen. Ich mache mir wenig Sorgen. Aber ich kenne ihn auch schlecht. Der Demeter sprengt die Fähigkeit, nicht dort anzukommen, wo er ankommen soll. Okay, aber wenn du beim Karnischen Höhenweg jetzt vielleicht eine falsche Abzweigung nimmst und ins Lesachtal nach Maria Lugau gehst, ja, ist auch ein netter Ort, ist zwar nicht das Ziel, aber ist auch ganz nett. Kannst du Bier trinken und aufsteigen und wieder weitermachen. Ja. Gibt's da eigentlich viele so Abzweigungen? Das ist nämlich das, wo ich mir am ehesten beim offiziellen Wanderweg Sorgen machen würde. Jetzt nicht, dass ich den Weg nicht triff und mitten im Nirvana stehen würde, weil das passiert ja bei so größeren Wanderwegen eher weniger. Aber es gibt ja, weiß ich nicht, gleich wie wenn es jetzt irgendeinen Nord-Süd-Weitwanderweg hernimmst, wo du immer so kleine Abzweigungen hast, wo du dann entweder linksrum die 5 Kilometer Panoramaweg nimmst oder rechtsrum die 2 Kilometer direkte Gassen, oder du nimmst dann den mitten in der Mitte, weil der geht zur Hütte rauf und du musst wieder retour. Also so solche Geschichten, wo du einfach, du kommst schon irgendwann an, aber eine der Möglichkeiten ist halt, den du eigentlich wolltest. Ja, Hartwig, das erinnert mich an unsere letzte Wanderung gemeinsam. Da sind wir auch ein, zweimal vielleicht falsch abgebogen, ja. Ja, aber na, am Karnischen Höhenweg ist es eigentlich schon. Es ist wirklich großteils am Grat entlang. Aber natürlich, man muss als Wanderer, ohne jetzt auf die Veranstaltung zu denken, muss man den Karnischen Höhenweg ja jetzt nicht von Siljan nach Dörlmaglern gehen, sondern man kann ja einzelne Etappen sich rauspicken, und dann gibt es natürlich die Zugangswege und Abgangswege, und die könnte man dann bei der Veranstaltung vielleicht schon erwischen, aber hauptsächlich, und da haben sie sich schon ein paar Gedanken gemacht, ist der Hauptweg markiert und nicht die Zugangswege. Deswegen mache ich mir da auch wenig Gedanken, dass man da wirklich komplett ins Abseits geht, und wie gesagt, wenn, dann ist es auch nicht wirklich gefährlich, ins Abseits zu gehen. Du kommst immer bei irgendeinem wunderschönen Ort aus. Ja. Und was mich jetzt auch noch interessiert, so als Veranstaltung, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat, wenn ich da jetzt denke, ich bin wer, der da teilnehmen will, mit was für, also ich habe jetzt verstanden, dass wo man startet und wo man endet, und man geht so rauf und läuft dann irgendwie so den Kamm entlang, aber wie ist so der technische Untergrund, also der Schwierigkeitsgrad, was kann ich mir da so erwarten bei euch?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist eh schon kurz angeklungen, wir haben keine Qualifikationsrichtlinien. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man beim karnischen Ungetüm, naja, man startet in Silly und dann überwindet man 1800 Höhenmeter, dann geht's ganz gemütlich den Kamm entlang für 80 Kilometer und dann steigt man einfach wieder ins Tal ab und ist fertig. Ich glaube, da wird man sich schon das erste Mal dann schneiden, weil es dazwischen schon viele leichte, kleinere Abstiege gibt, größere Abstiege und wieder Anstiege. Ich glaube, wenn man so davon ausgeht, dass okay, am Anfang geht's bergab, am Ende wieder bergab, dann macht man schon den ersten Fehler. Und auch die Höhenluft darf man da nicht unterschätzen. Ich glaube, das korrekte Vokabel dafür ist geschissene Schnapperl. Genau. Und da gibt es kleinere Schnapperl und größere Schnapperl. Und vor allem, wenn du mental davon ausgehst, naja, jetzt geht es eigentlich irgendwie halt geradeaus, dann tut das in erster Linie schon mal im Kopf weh, bevor es in die Füße ankommt. Ja, ich habe mir da schon gedacht, auf das Höhenprofil, was ihr auf der Homepage habt, schauend, ist ja durch die, dass es 80 Kilometer lang ist, ja doch langgezogen. Schaut ganz gemütlich aus, gell? Es wellt halt so, aber... Ja. Verwende einmal die Zoom-Funktion und dann wirst du erkennen, dass da doch der ein oder andere Höhenmeter dann versteckt ist, weil es geht zwar am Anfang 1700 irgendwas Höhenmeter bergauf, aber im Endeffekt sind es doch 5200 und irgendwo müssen die halt schon herkommen. Kurze Distanz, viel Höhenmeter. Ja. Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, wo die herkommen, aber du, ich bin nicht bekannt dafür, in Höhenprofil auch noch reinzuzoomen. Es ist eine Leistung, dass ich es angeschaut habe. Ja, das ist korrekt, aber Flo, nur so als Vergleichswert, damit du ungefähr weißt, wovon wir da reden. Wenn du dir den Kilometer 33 hernimmst, ist 34, ja. Der hat ungefähr 200 Höhenmeter. Das ist die Stalle Leiten beim Bisamberg auf. Ne? Ein Kilometer, 200 Höhenmeter. Das laufst nicht. Nie. Ja. Also du kannst da schon laufen, wenn du 4 Kilometer später fertig bist, aber bei einem 80er eher nicht so. Ja, und das ist nur einer von diesen kleinen Schnapper. Also ich glaube, das Ganze kann schon ziemlich resch sein. Und ihr seid aber Ende August dran. Ja. Und es ist am Grat. Macht euch das Sorge? Es macht uns in dem Fall relativ wenig Sorge, weil in erster Linie hat den Termin die Bergrettung bestimmt, beziehungsweise in Absprache mit den Bergrettungen, muss man im Plural reden, die haben uns den Termin quasi vorgegeben. Wir haben dann geschaut, okay, stehen wir irgendeinen anderen Bewerb, der ähnlich ist im Weg, und die Bergrettung hat gesagt, na, die Gewitterneigung und das Wetter dürfte da am stabilsten sein, und deswegen haben wir uns für den Termin dann entschieden. Wirklich? Also Ende August, Anfang September sind, glaube ich, eh keine großen Events. Ja, also, irgendwo in Frankreich gibt es da noch einen, aber ja, das ist so. Der Hügel herum, das ist aber flach. Da ist das nicht am Grat, das ist alles nur rundherum. Weißer Berg oder wie das Zeug heißt. Ja, die Expertise haben wir uns eingeholt, ja. Und deswegen sind wir am 26. August hängen geblieben. Ja, im Endeffekt in dem Gelände, es kann da auch dort passieren, dass auf einmal Schnee irgendwo liegt. Und dann ist es aber eben die Entscheidung von uns in Abstimmung mit der Bergrettung, ist es sicher, den Lauf durchzuführen oder nicht. Aber das kann uns fast das Ganze überhaupt passieren. Ja, ich finde, man muss fairerweise sagen, Trailrunning boomt und ja, es ist viel zugänglicher, als es vielleicht nochmal war, aber es ist trotzdem noch immer Berg, und es ist trotzdem immer Bergsport, und Bergsport ist per se halt mit Risiko behaftet. Ich finde, so fair muss man sein, und ich finde auch mal schon dieses ganze Gejammere dann, wenn einmal sowas ausfällt oder das gekürzt wird oder halt nicht stattfinden kann. Ich finde, als Veranstalter mal eine Riesenverantwortung. Ich glaube, das sieht man manchmal nicht. Man sieht nur sich selbst, das Training, was man reingeschickt hat, aber nicht die Verantwortung, die man hat, weil Gott bewahre, sollte irgendwem bei einem Event was passieren. Ich meine, das ist ja auch nicht lustig. Und man macht sich die Entscheidung auch nicht leicht. Also wir stecken ja sehr viel Arbeit, Zeit und da in das Ganze rein, und wir werden es nicht leichtfertig irgendeine Absage aussprechen, aber im Mittelpunkt muss einfach die Sicherheit stehen, weil wir sind im alpinen Gelände unterwegs, und deswegen gibt es da keine Kompromisse in dem Sinn. Ja. Ihr habt, soweit ich das gesehen habe, und ich persönlich finde das ja gut, weil das Ganze auch ein bisschen einzigartig macht. Ich weiß nicht, ob einzigartig das richtige Vokabel ist, aber ich verwende es auch immer. Das ist immer richtig bei uns. Und zwar, ihr habt offenbar keinen Plan B. Das heißt, entweder kann man die Strecken laufen oder man kann die Strecken nicht laufen. Ende
Durchsage, wenn weiß ich nicht, Schneewächten durch Zahn oder es so gatschig ist, dass du nicht laufen kannst oder Gewitter, dann ist halt nicht. Und es gibt A Streckenlänge. A Start, A Ziel, fertig. Es gibt nicht 10, 20, 40, 80, 250, man wahrscheinlich, ja, das kannst du wahrscheinlich machen. Also du kannst wahrscheinlich Mitternacht starten, einmal ins Ziel laufen, umdrehen, wieder retour. Und wenn einer weiterrennen will, kann das gerne machen, ja, aber wir haben keine Staffel, was haben wir oft gefragt worden schon, ja. Ja, genau, das ist es. Nein, wir haben wirklich, so gesehen haben wir keinen Plan B, also wir werden das rechtzeitig entscheiden, ob das Rennen durchführbar ist oder nicht. Wir werden das weder leichtfertig absagen, noch werden wir irgendeine Risiken eingehen dabei. Und na, es gibt, wenn wir wirklich in die Situation kommen, dass wir das absagen müssen aufgrund von irgendwelchen wettertechnischen Situationen, dann wird das einfach abgesagt. Es ist uns als Veranstalter gerade im ersten Jahr, wo wir eh so viel Zeit in das investieren, rein logistisch nicht möglich, dass wir verkürzte Strecken anbieten, 2 Tage davor und so. Das ist einfach überhaupt keine Option. Und so wie der Leopold das schon kurz erwähnt hat, wir sind ja öfter schon angesprochen worden, gibt es denn nicht die Möglichkeit einer Staffel, weil allein schaffe ich es nicht, die 80 Kilometer zu laufen. Nein, das geht auch nicht, weil es auch logistisch nicht möglich ist. Weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine von den Versorgungshütten und Labestationen ist, die Obstanzer Seehütte, der Staffelpunkt müsste schon in der Früh irgendwann einmal 3-4 Stunden wandern, dass er überhaupt einmal da aufkommt, weil da gibt es keine Zufahrtswege bei den Hütten. Also das ist nicht so, dass man da mit dem Auto hinfährt und dann ein Staffelholz in die Hand kriegt und dann weiterläuft. Das geht sich einfach nicht aus. Was ich mich da im Gegenzug aber frage, also das verstehe ich grundsätzlich und ich meine, ich mache das ja auch zum ersten Jahr und kann ja sein, weiß nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es das noch irgendwann, wenn die Kapazität da ist. Aber was ist mit dem umgekehrten Fall? Was ist, ich starte jetzt und ich muss dann an der Hütte aufhören. Wie komme ich dann? Muss ich dann auch 3 Stunden runtergehen? Wir haben das Glück, dass wir mit dem Leopold jemanden haben, der sich da von der Infrastruktur recht gut macht. Und bei den meisten Hütten kann man aufhören. Es gibt die Cut-off-Zeiten, eh so wie es bei jedem Event ist. Und wir werden als Veranstalter auch dafür sorgen, dass du sicher von der Hütte runterkommst, ja. Oder vor allem von den Cut-Off-Zeiten und auch von jeder Hütte, nachdem wir mit denen in Kooperation zusammenarbeiten, zum Glück. Und du kannst da dann sicher auf der Hütte deine Verschnaufpause nehmen, bis du so fähig bist, dass du wieder irgendwo in die Nähe von Zivilisation kommst. Also das sollte kein Problem sein. Teilweise können wir auch zufahren zu den Hütten, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einmal zufahre, um jetzt was raufzubringen oder wen runterzubringen. Oder wenn ich jetzt gleich damit plane, okay, da müssen jetzt 40 oder 50 Läufer auf einmal rauf. Also das wollen wir in dem Fall auch gar nicht. Das ist mir schon klar. Ich weiß nicht, mit wem ich da geredet habe. Beim Gehgut haben sie auch das Problem, wegen deiner Hütte, bei der Franz-Josef-Hütte, glaube ich, da musst du, wenn du dann bei der ganz späten Karte bist, oder in irgendeinem Jahr war das, musstest du dann übernachten, weil irgendwie nichts mehr runterfahrt oder so. Also das finde ich auch, da bist du halt im alpinen Gelände und du musst halt dich zu jeder Zeit so einschätzen können, dass du halt auch weißt, dass du von dort, wo du aufhörst, halt auch irgendwie wieder wegkommen musst. Dass es halt nicht so einfach ist wie am Stadtmarathon, wo du in die U1 oder was auch immer, wenn du zu mir bist, einsteigst und einfach heimfahren kannst. Außer du bist der Andi Walter und hast die Masken vergessen, weil dann musst du den Marathon fertig laufen, weil da nämlich deine Verpflegung und dein Quant im Ziel ist. Und zack, bist du schnellster Österreicher gewesen. Das heißt, als Veranstalter, wenn du den Walter Andi am Start hast, schaust immer, dass du irgendwie die Masken wegnimmst. Genau. Was also bis ins Ziel laufen. Wenn es keine Maskenpflicht mehr gibt. Fair. Dass es die nicht mehr gibt. Aber ich finde das sehr, das ist auch, glaube ich, was gar nicht so häufig ist. Ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es ist definitiv selten bei einem Ultra, dass du einen Aufstieg hast, nur am Grat entlang laufst und nicht irgendwo dazwischen einen Abstieg, irgendeinen Radlweg, irgendeine unnötige Ortschaft, keine Ahnung. Also irgendwas bauen die Leute ja gerne ein. Natürlich, weil es logistisch für die Verpflegungsstation einfacher ist, weil es oftmals irgendwie Wanderwege, ja, die Tagesetappen nachher halt in irgendwelchen Ortschaften enden oder weil der Trail halt rund um den Berg geht und nicht oben drüber. Und das finde ich halt schon ziemlich geil, dass du einfach sagst, okay, es gibt zwar vom Startpunkt zum Zielpunkt, gibt es zwar, ich glaube, Bundesstraßen, also neben dem Berg, und du laufst aber immer genau oben am Berg. Und das finde ich schon ziemlich geil.
Ja, es gibt auf jeden Fall wenig Zivilisation am Weg. Also das heißt nicht, dass nichts los sein wird, weil am 26. August ist Hochsaison am Karnischen Höhenweg, also in den Nachtstunden natürlich jetzt nicht, da bist du eh mit den anderen Teilnehmerinnen auf die gestellt, aber dann, sobald die ganzen Wanderer die Hütten verlassen, ist da schon einiges los am Höhenweg und die werden an dem Tag auch wissen, dass die Veranstaltung ist. Mhm. Dementsprechend glaube ich schon, dass da für Bewegung gesorgt ist. Aber es stimmt, das ist kein die Bundesstraßen ist halbwegs in der Nähe, ja, aber du hast keinen Zugang dazu, ja. Ja. Aber und das macht auch für uns als Veranstalter einen Unterschied, weil wir haben dann zum Glück die Zufahrtsberechtigung, was du als Privater nicht hast, und deswegen können wir dir als Veranstalter da helfen, dass du wieder sicher ins Zielgelände kommst, wenn du es jetzt sportlich und fußtechnisch nicht ins Ziel schaffst. Ja, weil lustige Variante ist eher dann auf der Hütte zu schlafen. Ja. Stell ich mal vor. Oder im Sinne des Triathlons, du stellst einfach weder Hütte bei Radl hin, du sollst einfach runterradeln. Irgendwo schwimmen sie dann und dann. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es irgendwo bei Kilometer 19 einen See oben. Das ist dann die Variante für die Triathleten, die noch im Bergsee nutzen können, ja, und einmal eine Runde durchpaddeln oder irgendwie. Ja, aber das wäre mal was. Ein Trailrun und ein Triathlon quasi als eigene Veranstaltung, dass du im Trailrun selbst einen Triathlon machen kannst und damit an einer Sonderwertung teilnehmen kannst. Einen Trailathlon. Also ich glaube, für jeden Teilnehmer, der durch den Wolaiersee durchschwimmt, den stellen wir ein gratis Bier im Ziel dann. Oh ja. Das ist übrigens wirklich eine Herausforderung. Das muss ich kurz korrigieren. Also der Kilometer 19, das ist der Obstanzer See. Mhm. Wenn du da durchschwimmst, dann schon Respekt, und du darfst dann auch noch gern durch den eiskalten Wolaiersee durchschwimmen. Also du hast mehrere Möglichkeiten und es gibt dann noch zwei, drei kleinere Seen, die du am Weg sehen wirst. Da kannst bitte gern überall durchschwimmen und wenn es mal als Veranstalter möglich ist, vielleicht bitte eine Reihe, die zwei, drei Plätze vor, nur für die Leistung, dass du durchschwimmst. aber ganz blöde, weil du laufst ja da an den Seen offenbar entlang. Ja. Ist das Wasser dort trinkbar? Also so einfach. Einmal sicher. Nein, aber so für Abkürzung ist, wenn du durchschwimmst. Nein, aber du hast, wenn ich es richtig habe, hast du auf diesen 80 Kilometern 5 Verpflegungsstationen. Das heißt, alle 15 Kilometer oder was auch immer. Ja. 15 bis 20 Kilometer. Jetzt da kann dann natürlich im August passieren, dass es an dem Wochenende 34 Grad hat. Dann sind 15 Kilometer mit dem Liter, den du mit hast, wenn du nicht besonders schlau bist, die Schlauen werden eine halbe mit haben, aber es sind immer ein paar nicht Schlaue dabei, die haben einen Liter mit. Und die denken sich dann nach 8 Kilometer, huiuiui, da ist aber leer in den Flaschen, das ist jetzt blöd. Und dann, da war er ja ein See. Ist das eine gute Idee oder ist das eine blöde Idee? Also bevor du nichts trinkst, ist es definitiv zu empfehlen, dass du aus dem Obstanzersee oder Wolaiersee trinkst. Ich glaube, die Trinkqualität ist da sehr, sehr gut, ja. Umbringen wird es dir sicher nicht, ne? Ja, nein, es gibt ja in verschiedenen Ländern gibt's ja eben die Geschichten, dass du sagst, also wenn es ein Gewässer ist und du keinen Filter mit hast, tu es einfach nicht. Und in anderen, also bei uns in den Bergseen, soweit ich das zumindest in Erinnerung habe, ist es normalerweise kein großes Problem. Überhaupt nicht. Da gerade der Wolaiersee und auch der Obstanzersee, das sind so klare Bergseen, da würde ich mir jetzt als Wanderer nicht Gedanken machen, ob ich das trinken kann oder nicht. Also, auch die ganzen, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwo ein kleines Bächlein entgegenrinnt. Das passiert da am Karnischen Höhenweg auch, weil du ja nicht durchgehend am Grat bist und in die Passagen, wo du vielleicht ein Stück unterhalb vom Grat bist, triffst du schon den einen oder anderen Gebirgsbach und da würde ich einfach außertrinken, ganz normal. Also vielleicht gibt es ja ein paar Wanderer, die ein bisschen Wasser abgeben. Und außerdem, Peter, muss ich dich korrigieren, die Seite des Karnischen Ungetüms schreibt 1,5 Liter Pflichtausrüstung vor. Ja, also was ja nicht heißt, dass er immer 1,5 Liter bei sich hat. Aber der Peter hat gemeint, was, wenn man schlau ist, nimmt man 1,5 mit und wenn man nicht schlau ist, nimmt man 1 Liter mit. Was ja nicht geht, weil man sonst gegen die Pflichtausrüstung verstößt. Dass du, Peter, dass du dir von mir sagen musst, wie die Pflichtausrüstung richtig ist, ist einer deiner dunkelsten Kapitel in deinem Leben. Das ist richtig. Das ist echt wahr. Also da muss ich sagen, puh. Aber apropos Pflichtausrüstung, gut, dass du das ansprichst. Ich meine, die 1,5 Liter Flüssigkeiten, das heißt, du musst das am Start mitnehmen. Das sind jetzt da umgerechnet 3 Softflasks oder ein Trinkblasen, das du mit hast, oder, weiß nicht,
für den Tom wahrscheinlich 3 von seinen Radlfloschen, die er sich, weiß ich nicht, mit Gaffertape um den Bauch bindet. Also irgendwas in die Richtung. Du musst es aber beim Start mit haben, weil nachher, du brauchst du nur die 3 Flaschen. Ob es voll sind oder nicht, ist ja dein Problem im Endeffekt. Also du musst zumindest immer die Gefäße mithaben, dass du 1,5 Liter Flüssigkeit transportieren kannst. Also das ist eine Pflichtausrüstung und die Pflichtausrüstung wird auch im Laufe des Rennens, gerade bei den Checkpoints, kontrolliert, dass du nicht einfach dir alles entledigst und alles wegschmeißt und dann, jetzt sind es eh nochmal 30 Kilometer zum Ziel, jetzt gehe ich oberkörperfrei bis nach Kötschach Mountain, das geht sich nicht aus. Dann wärst von uns auch höflich aus dem Rennen gebeten. Aber wenn ich oben ohne quasi dann durch den See schwimme, dann werde ich wieder vorgereiht, oder? Das kommt auf die Performance drauf an. Also, ich nur mit Delfin. Und dann bezweifle ich es wieder. Ja, Delfin gibt extra Punkte. Also so viel kann ich versprechen. Wer die Seequerung mit Delfin-Stil durchquert, da lasse ich mir was einfallen. Ich glaube, der Flo gewinnt nur die Iron Duck-Wertung in dem Fall. Selbst das ist... Und für alle, die sich die Pflichtausrüstung durchschauen, sie ist, ich würde jetzt einmal sagen, üblich. Sie ist eine Mindestausrüstung und nicht eine Maximalausrüstung. Es gibt allerdings 2-3 Sachen, die ich nicht verstehe, die ich jetzt selber nachgoogeln müsste. Deswegen frage ich es einfach einmal direkt. Was ist eine Israeli-Bandage? Ist das etwas, das man kennen sollte, oder ist es einfach irgendein Bandage, womit die einen Israeli einwickeln kann? Nein, also gerade auch da haben wir mit, wir scheuen uns ja nicht, Expertise von außen anzunehmen, und wir haben uns da mit erfahrenen Bergretter zusammengesetzt und die haben gesagt, passt, okay, in dem offiziellen Bergretter Erste-Hilfe-Set ist ein Israeli-Bandage drin, und das ist eben ein Bandage, mit dem man blutende Wunden zudecken kann, und das ist im Prinzip sowas wie Becherhaft, und da kann man Druckverbände mit dem machen. Also ein Becherhaft wird funktionieren. Genau so ist also es. Also das war halt sowas. Okay, also das ist halt, wie nennt man es, selbsthaftende Bandage? Genau, das ist eine selbsthaftende Bandage, die dem Nachhinein, wenn man es einmal umwickelt, noch im Nachhinein Zug entwickelt und blutende Wunden stillen sollte. Und Steri-Strips ist was? Ja, schön, nachdem ist, der Krankenpfleger ist dabei, nicht viel antworten. Steri-Strips sein, also nachdem ich nicht davon ausgehe, dass du Faden und Nadel dabei hast, wenn du klaffende Wunden hast, größere, die man vielleicht akut versorgen sollte, ist es ganz hilfreich. Ja, es wird, generell würde es gehen, aber ich spreche dir die Expertise ab, dass du einen Dacker bei einer Fleischwunde so ansetzen kannst, dass das funktioniert, deswegen nimmst du eine Steri-Strips lieber mit und da kannst du sehen, im Prinzip wie, es ist ein dünnes Pflaster, mit dem du klaffende Wunden zumachen kannst und ja. Okay. Und gut, Rettungsdecken, das ist die Aludecken, die man halt mit hat. Das ja, die klar. Kannst du, wenn du mit dem Auto anreist, nach Kötschach Mountain und einfach aus dem Erste-Hilfe-Koffer mitnehmen, das ist die so schön funkelt. Ja. da kannst du uns jetzt als Profi sicher auch sagen, warum die 2 Seiten hat und welche Seiten ich wann nach außen tue. Das kann ich da tatsächlich nicht beantworten, aber ich bin froh, wenn du sie mit hast. Okay. Er ist ein Veranstalter, er muss sie nicht auskennen, er muss nur kontrollieren, er muss wissen, das glitzerte Zeug muss er mithaben. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber also sofern, ich habe vor kurzem nämlich mein Auto Erste-Hilfe-Koffer kontrolliert und der ist nur Silber, also da gibt es keine goldenen Seiten. Ja, und das ist nicht nur Alufolie, da bin ich mir sicher. Das ist die Billig-Variante dann. Ich glaube, die eine Seite reflektiert die Hitze besser als die andere. Wenn ich mir jetzt noch nicht täusche, aber es ist gefährliches Halbwissen und jeder Sani wird mich wahrscheinlich jetzt dafür schlagen, aber da muss man zuerst erwischen. Ich habe es richtig gehört, aber ich habe es ehrlich gesagt leider vergessen. Ja. Einwegbeatmungshilfen, das sind diese kleinen Auflagen, die man irgendwie bei der Mund-zu-Mund-Beatmung irgendwie dazwischen babbelt, damit man sie nicht mit was auch immer infiziert, also so Selbstschutzgeschichte ist es eher, als dass es sonst was ist, glaube ich. Ja, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das nicht brauchen, aber wie gesagt, zum Mitführen ist es.
Aber ja, es ist, damit man sich nicht ansteckt, und auch gerade zu Corona-Zeiten ist es auch immer so, dass das hat jetzt auch gar nichts mit der Veranstaltung zu tun, aber es ist ja jetzt international empfohlen, dass man sich sowas einstecken sollte im Alltag, denn falls man jemanden reanimieren sollte, wenn man es nicht dabei hat, soll man es gar nicht anwenden, die Mund-zu-Mund-Beatmung. Wenn man es dabei hat, kann man es machen, damit man sich nicht mit irgendwas ansteckt. Das muss ja gar nicht Corona sein. Und wenn man es nicht dabei hat, dann soll man einfach eine Herzdruckmassage durchführen ohne Mund-zu-Mund-Beatmung, weil die wirklich nur ein Bruchteil von der ganzen Überlebensaktion ist. Und bei der Herzdruckmassage Schnöknur und Festknur. Das sollte man sich merken. Ja, es ist ja immer, was ist da, glaube ich, der Radetzky-Marsch oder YMCA oder irgend sowas. Also, ich kenne es nur mit Stay in the Life von den Bee Gees. Ah ja, das, ja. Das merke ich mir zumindest. Auf jeden Fall soll es 5 bis 6 Zentimeter tief sein, und das ist tiefer, als man denkt. Aber wie gesagt, genau, das wollen wir gar nicht ausprobieren. Aber das ist mit ordentlich Schmackes. Ja, genau. Ja, und ansonsten die Sachen, die sich wasserdichte Regenjacken, Kapuzen und so weiter, ja, das ist halt der Klassiker. Ja, so wie du gesagt hast, das ist der Klassiker. Nach Corona können wir ja sagen, dass wir alle in der Eigenverantwortung super geschult sind, und deswegen haben wir da eine große Portion Eigenverantwortung eingelegt, und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen einfach wissen, okay, das ist ein alpiner Ultratrail, das ist teilweise konstant auf 2300 Höhenmeter, da ist ja der Pulsschlag höher, da bin ich anders belastbar, als wenn ich beim 5 Kilometer Stadtlauf mitmache auf 200 Höhenmeter. Das muss man sich einfach bewusst sein, und wenn du dir das nicht bewusst bist, dann hast du wahrscheinlich bei der ersten Cut-off-Zeit schlechte Karten, dass wir die weiterlassen. Eine Geschichte gibt es noch zu der Pflichtausrüstung, da bin ich mit der schon durch, und zwar das ist, es gibt eine Möglichkeit einer Dropback-Variante, und dort darf ich manche Sachen abgeben. Also wenn ich jetzt da, weiß ich nicht, meine Ski mitgetragen habe oder irgendwelche Sachen, wo ich sage, okay, es ist eine Pflichtausrüstung und ich möchte jetzt loswerden, Schwiegermutter, was weiß denn ich. Also irgendwas kann ich dann dort sitzen lassen. Lustigerweise, oder ihr werdet es mir sicher jetzt erklären können, habt ihr in der Pflichtausrüstung Stirnlampen und Akku beziehungsweise Ersatzstirnlampen. Und die muss halt tragen werden, bis hell wird. Sind beide Stirnlampen nachher Pflichtausrüstung bis ins Ziel, oder kann man davon irgendwas abgeben? Weil das habe ich nämlich bei Wettkämpfen schon so und anders erlebt. Na, also bei uns ist es so, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Pflichtausrüstung bei der Dropback-Station nicht zum Abgeben ist, weil wir auch nicht wissen, was am Ende des Rennens passiert. Natürlich, wir haben relativ kurz vor Ziel noch eine Cut-off-Zeit bei der Wolajasee-Hütte, aber wie gesagt, da ist man schneller in Bergnot, als man denken kann, und dann brauchst du vielleicht deine Stirnlampen wieder, und dann wäre es blöd, wenn du die bei der Dropback-Station abgeben hast. Okay. Was mich da grundsätzlich interessiert, weil ich sage mal so, der Spirit der amerikanischen Ultras ist ja eher ein bisschen anderer. Da ist ja das Thema Eigenverantwortung ja irgendwie noch größer geschrieben. Also ich glaube, sowas wie Hard Rock, der ja technisch jetzt auch vielleicht noch einmal ein Echo schwerer ist, der wird auch gar nichts vorschreiben. Du kannst mitnehmen, was willst. Wenn du nur mit einer Unterhose laufst, ist auch fein. Wäre das eigentlich theoretisch möglich als Veranstalter, wenn man, ich sage, dieser Spirit wäre mir wichtig, dass ich das auch wirklich so durchziehen kann, dass ich da einfach keine Pflichtausrüstung gebe? Achso, du meinst, dass es, ob es in Österreich einmal eher dann Veranstalterhaftung ist und sie sagen, na, also wenn du so einen Plätzchen machst, dann fährst du mal fix ein. Ja, die Hände gebunden sind, im Sinne, ich muss was Pflichtausrüstung draufschreiben, weil sonst kann ich es nicht veranstalten. Da müsste man jetzt einen Juristen fragen, ich sage nur, ich würde es so nicht veranstalten. Also ich würde es mir nicht trauen. Okay. Ja, also das ist halt, das ist das, was mir immer so halt auffällt, wenn man amerikanische Podcasts hört und da ein bisschen was von der Szene mitbekommt, dass die halt irgendwie total anders ist. Und bei uns ist Usus, oder ich glaube auch nicht, dass jemand daran denkt, dass man eine ohne Pflichtausrüstung macht. Ja, wobei bei uns hast du eine Pflichtausrüstung, wo du da Rettungsdecken wichtig hast, und in Amerika hast du keine Pflichtausrüstung und du brauchst nur Unterhosen und einen Schusswaffen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was man lieber macht. Ja, das hat mich nur mal so interessiert, weil das mal veranstaltet. Und wenn man so ab und zu bei uns im Sommer in die Berge sieht, mit was teilweise die Wanderer unterwegs sind, hochalpin, dann ist, glaube ich, die Pflichtausrüstung ganz eine gute Idee. Ich bin voll für eine Pflichtausrüstung, weil gerade auch mit dem, dass mit den ganzen Videos, und wenn es den Kilian quasi nur mit T-Shirt und Leibwall als Matterhorn rauflaufen siehst und plötzlich glaubst, du bist auch ein Kilian und kannst das. Und das ist das, was wir auch immer sagen, es ist trotzdem noch ein Berg und es ist trotzdem noch zu respektieren, und das
fehlt dann oftmals. Ja, ich glaube, es ist spätestens der Richter fragt dich dann, ob du den Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorgeschrieben hast, und dann möchte ich nicht in Erklärungsnot kommen. Also ja, auf das wollen wir es gar nicht drauf ankommen lassen, und verstehe, deswegen ist das überhaupt keine Diskussion eigentlich. Wobei, ihr habt ihr seid kein Qualifying-Rennen für was auch immer, und du kannst schon Steiner sammeln, aber jetzt keine UTMB-Stones, und du kannst da sonst jetzt nicht, keine ITRA-Punkte oder weiß der Geier, was es auf der Welt sonst noch gibt, dir holen. Aber, soweit ich weiß, habt ihr auch keine Qualifikationsrichtlinien, dass du sagst, du musst vorher, weiß ich nicht, mindestens schon einmal einen 50er gemacht haben oder irgendwas, und ihr sagt, wenn du glaubst, dass du das in der Zeit hinkriegst, dann ist gut und fertig. Mach halt. Ja, also wir kooperieren da jetzt im Moment mit keinem Verband, der uns irgendeine Richtlinie vorgibt, und wir selber haben keine Qualifikationsrichtlinien gesetzt für das Rennen. Es ist im Prinzip ein alpiner Berglauf. Mach mit, wenn du glaubst, dass du das schaffst. Und wir haben aber die Zeit, also insgesamt hat man 20 Stunden Zeit für das so gesetzt, dass man jetzt nicht der Über-Drüber-Sportler sein muss, damit man das ins Ziel kriegt, sondern ein paar Laufpassagen sollte man schon drin haben, aber man muss jetzt nicht durchgehend laufen am Grat entlang, dass man das rechtzeitig ins Ziel schafft. Also da ist die, ich glaube, der Range, den man hat. Wie habt ihr es denn gerechnet? Also habt ihr die Cut-Off-Zeiten auf Gehgeschwindigkeit gerechnet oder auf schnellste Geschwindigkeit plus X? Weil ich habe jetzt da geschaut, bis zur ersten Cut-Off, also bei der Porzehütte um 7 in der Früh, das sind einmal 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Ja, die erste ist die knackigste. Die erste ist die knackigste Cut-Off-Zeit, die man mal erreichen muss, und danach ist man eh nicht mehr so frisch, wo es dann vielleicht gar nicht mehr so leicht geht. Aber wir haben gesagt, okay, passt, die erste muss die knackigste sein, damit wir da schon aussortieren können, wenn wir es müssen. Mhm. Und ich bin das selber abgegangen und habe das dann für human empfunden, dass man die Cut-Off-Zeiten so legt. Und wir haben das natürlich mit so Base-Rechner ausgerechnet, wie das insgesamt ausschauen sollte. Und deswegen kann man sicher zum Schluss vom letzten Cut-Off von dem Wolaiersee ins Ziel zum Waldbad Mountain kann man sich eigentlich relativ gut Zeit nehmen. Aber wie gesagt, da ist man halt auch nicht mehr so frisch wie auf die ersten 30 Kilometer. Ja, ist ja klar. Aber was ich mir vorhin noch zu den Verbänden fragen wollte, habt ihr dann eigentlich grundsätzlich überlegt, das Thema Verband, weil es ist ja in der Szene schon ein Thema und für viele ja auch ein durchaus ein entscheidender Faktor, wo teilzunehmen, weil es dann halt außer die Steine, die man am Weg findet, doch irgendwie Steine bringt. Und ihr habt euch dann bewusst dagegen entschieden, oder wie? Für die Qualifikationsrichtlinien? Ja, generell, weil du gesagt hast, ihr arbeitet mit keinen Verbänden zusammen. Mich hat es nur gut interessiert, ob das jetzt irgendwie eine bewussterweise irgendwie mühsam, aufwendig oder halt sich nicht auszahlt für euch jetzt, oder ob ihr alle Verbände einfach nicht mögt. Nein, also wir haben einfach im Fokus eine Berglaufveranstaltung gehabt. Wenn ein Verband zu uns entgegenkommt und sagt, hey, wir haben den und den Vorteil, wir können uns da bei euch einbringen, gern, aber im Endeffekt wollen wir es bei dem lassen, was es ist, und das ist ein Berglauf. Also ich sehe jetzt, muss ich ehrlich sagen, den Vorteil nicht, wenn ich da 3-4 Qualifikationsrichtlinien habe für einen Ultratrail. Es soll jeder starten, der glaubt, der kann das machen. Also ich sehe jetzt den Nachteil nicht, den wir dadurch hätten. Ja, ihr wartet einfach, bis es so groß ist, dass der UTMB zu euch kommt und euch bittet und anbettelt, dass ihr endlich das ist der Plan. Ich muss ehrlich sagen, da tue ich mir als Triathlet mit Ironman, mit der Firma und so weiter, tue ich mir sehr, sehr schwer. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft Teil vom UTMB sein, aber ja. Das heißt, selbst wenn die Solettis kommen würden und dich bitten würden, würdest du trotzdem aus Prinzip Nein sagen? Ui, bei Ironman selber, also kann ich mich nur persönlich reden, als aktiver Sportler habe ich, da tue ich mir sehr schwer mit der Firma, ja. Ja, das wäre nachher der Kutte im B. Nein, ich glaube, dass wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir machen unsere Veranstaltung, bei uns ist der Sportler im Zentrum, wir wollen, dass das ein super schönes Erlebnis für alle ist. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die ganze drumherum, für die Leute, die kommen in den Zielbereich, Startbereich.
Und da habe ich persönlich jetzt gar nicht viel Gedanken darüber gehabt, ob wir jetzt Teil von irgendwas Größeren sein sollen oder nicht. Ja. Ist auch ein fairer Punkt, weil der Peter hat auch schon gesagt, dass irgendwie die Erwartungen steigen und jeder sich irgendwie was Großartiges erwartet und so wieder ein bisschen den Fokus auf das Ursprüngliche zu legen, ist ja auch lustigerweise ist auch schon wieder irgendwie ein frischer Wind, weil es ja zu viel Show und so lustig das alles manchmal ist, aber so ein bisschen zurück zu den Wurzeln ist dann auch irgendwie. Es gibt einen guten Grund für die Grenzstaffelläufe und Ötscher Bergmarathons dieser Welt, die einfach sagen, hört zu, da ist eine Strecke, wir haben die lokalen Leute organisiert und es ist völlig wurscht, ob es da irgendwelche lustigen, großen, internationalen Trail-Bla gibt. Ja, wir werden nicht 4000 Starter am Weg haben, aber ich glaube, das ist auch bei euch nicht das Ziel, sondern ich würde es eigentlich einfach nur einen geilen Tag machen. Das ist das, also wenn ich am dann 26. August als sportlicher Leiter im Ziel bin und jeder hat einen schönen Tag verbracht, wobei vielleicht erkennt das nicht jeder dann am Tag selber, sondern vielleicht ein paar Tage später, wo er zurückdenkt und sich denkt, okay, trotz Anstrengung war das eine super Veranstaltung, dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, um als Sportler oder Sportlerin was zu erleben, muss ich jetzt nicht zwingend bei einem UTMB-Qualifier-Rennen mitmachen, wo alles von irgendeiner Firma organisiert ist. Ich glaube, dass wenn wir da Leidenschaft und Herzblut einstecken und das mit viel Leidenschaft organisieren, dann hast du als Teilnehmer und Teilnehmerin genau das, was du haben willst, glaube ich. Wobei, wenn noch einen letzten Cut. Muss ich kurz unterbrechen, ist ja nicht so, dass wir keine sanitären Anlagen im Ziel hätten oder so weiter. Ja. Also, wenn nach Zielschluss du als sportlicher Leiter im Ziel bist und ihr als Partner des Longium die Biermanufaktur habt und irgendjemand. Uiuiui, ich habe immer gedacht, wir werden nichts rausschneiden müssen über den Namen. Also, dann hast du was falsch gemacht, weil dann hast du offenbar zu wenig Bier besorgt. Zu wenig also, Bier kann da in Mauten niemals passieren. Na dann gibt es keinen Grund, warum man nicht glücklich und zufrieden im Ziel ist. Ich glaube, einfach nur diese Partnerschaft bringt schon mal die Hälfte der Startner von der Halbzeit ins Ziel, weil sie sich denken, kaltes Bier, meine Freunde. Ja, das ist ja nicht ganz uneigennützig, das Lontium. Ja. Genau, das muss ich kurz berichtigen. Es ist Lontium, nicht Lontium. Es ist die Lontium-Brauerei. Ja. Und das ist nicht ganz uneigennütziger Partner von uns, weil wir trinken es auch extrem gern. Und es ist quasi meine Nachbarschaft, von da wo ich wohne, ist die Privatbrauerei Lontium. Und die sind, ja, uns geht das Bier sicher nicht aus. Das heißt, ich höre raus, dass der Peter diese Veranstaltung zu einer Saufveranstaltung reduziert und dass ihr das nur macht, damit er ein gratis Bier kommt. Der ganze Aufwand ist nur ein riesen Scam, damit ihr eine Kooperation mit eurer Lieblingsbrauerei eingeht. Aber dann ist es ein richtig geiler Start. Niki, oder? Das heißt, wenn man dann am 26. August dort ist, wird eigentlich keiner laufen, weil das ja alles nur quasi eine Riesenshow war. Und ihr werdet im Ziel sitzen und einfach nur ganz, ganz viel Bier trinken. Ja, man hat eine super Geschichte, um von der Frau wegzukommen und zu sagen, ich muss laufen gehen und dann gibt es das Lontium vor Ort. Ja, deswegen heißt das Ding ja auch Lontium, weil du ganz alleine es trinken kannst. So. Ja, ich kann den Namen noch falscher aussprechen, als ihr denkt. Wobei so lustig das alles klingt, es hat ja doch einen ernsten Hintergrund. Es ist einfach so, dass man doch regionale Betriebe, gerade das Lontium-Bräu und so weiter, mit einbindet. Ihr habt das in einer von den vorigen Folgen perfekt beschrieben, dass man das Trailrunning, das ist schon zum Teil schwierig, dass halt auch gerade bei uns im alpinen Gelände stattfindet. Da ist man stundenlang irgendwo unterwegs und das ist dann für die teilnehmenden Ortschaften schwer greifbar. Und dadurch, dass man regionale Betriebe, den Tourismus und so weiter in ein Boot holt, ist es einfach dann auch für Zuschauer und für die hiesige Bevölkerung einfach erlebbar. Und ich glaube, gerade auch in Kötschach-Mauten, in Siljan,
sein, gibt es eher, also der Großteil von der Bevölkerung kann mit Trailrunning nichts anfangen. Das ist einfach ein Nischenprodukt und wenn man das durch sowas erlebbar machen kann und die gewisse Berührungspunkte mit dem haben, dann hat jeder gewonnen, der Sport hat gewonnen, die Ortschaft hat gewonnen und auf das soll es auslaufen. Nein, vor allem, wenn du jetzt nicht der super PR-Tross bist, der mit deinen 5 Hauptsponsoren anruckt und halt irgendein Essen und Bier und weiß ich nicht was von wo auch immer mitbringst, weil da haben nämlich die Leute wirklich nichts davon vor Ort, weil sie sagen, oh, da kommt jetzt da die Firma daher und die bringt das Bier von weiß ich nicht wo und es schmeckt scheiße, aber hey, es ist halt nur Kohle als Sponsor. Also das ist halt dann so semi für die ganze Umgebung und wenn du dann aber sagst, hey, wir haben Hotels, die Partnerhotels sind für Leute, die dort übernachten wollen. Wir haben eben zum Beispiel lokales Bier, wir haben von mir aus einen Feuerwehrverein, der nachher dort auch noch irgendwie aufkocht und was auch immer als Zuverpflegung hat oder so irgendwas. Ich glaube, das bringt so, das kann so eine Veranstaltung vor allem zu einer Traditionsveranstaltung machen. Dass die Leute dann wirklich jedes Jahr sagen, das ist geil. Es soll das Ganze aufwerten, so wie du gesagt hast, die Feuerwehr, bei uns ist der Trachtenverein, der dabei ist und so weiter. Und einfach regionale Vereine eingebunden werden, ja, das ist, wenn, da bringt es mir nichts, wenn ich irgendeinen externen Bierfabrikant herstelle und sonst irgendwer, der Essen ausschenkt und Trinken ausschenkt, das bringt mir nichts. Also das nimmt die Bevölkerung noch nicht an und ich möchte, wenn du als Sportler ins Ziel kommst, möchte ich da irgendwas bieten, wenn du schon 80 Kilometer, 5200 Höhenmeter hinter dir hast, dann soll jeder gebührend gefeiert werden und nicht einfach lieblos über irgendeine Zielmatte drüber laufen und ja, okay, passt, das war's und kannst schon wieder heimgehen. Von das soll es nicht sein. Bier und anderes Trinken rein musst, dann kannst du dich gleich FIFA nennen. Also dann das ist auch nicht viel besser. Und Lanzim hat da schon mitgedacht, es gibt auch ein alkoholfreies Bier. Doscha, und das trauen sie sich wirklich, das trauen sie im Ziel aus. Ja schon, aber warum? Wir zeigen nicht trinken. Es schmeckt wirklich gut. Und es soll ja Sportler geben, die wirklich dann auf den Alkohol verzichten. Also, ja schon, aber warum? Das musst du ja aus dem Eishockey-Sektor richtig gut kennen, die Sportler, die aufs Alkohol verzichten. Gibt es da irgendjemanden, der... Ja, lassen wir das. Danke. Hätte mich jetzt schon irgendwie interessiert. Ja, schon, aber warum? Nicht, dass du solche Dinge nicht verstehst, Peter, das ist eh klar. Völlig absurd. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber Freunde von mir und ich haben früher ein Glas Schande erfunden. Das war warmes alkoholfreies Bier mit warmem Wasser aufgespritzt. Das war ungefähr das Grauslichste, was uns eingefallen ist. Und deswegen haben wir jetzt ein Bier Schande. Ja, also das wird es beim Karnischen Ungetüm nicht geben, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber vielleicht für den, weiß ich nicht, für den, der dann wirklich nackt durch die See schwimmt und nicht ankommt oder so irgendwas. So als zusätzliche Motivation dann. Wenn er dann durch den See schwimmt und nicht ankommt, kriegt er von mir kein Bier mehr. Das ist, dann kriegt er ein Glas Schande. Und damit der kriegt dann gar nichts mehr, wenn er durch den Was nicht, das sind die, von denen reden wir nicht, die sind gar nicht gestartet, die nicht angekommen. Diese Nummer haben wir übersprungen bei der Startnummernausgabe. Zum Ablauf hätte ich noch eine Frage, weil wo das Ganze ist, wissen wir ja, also mittlerweile, aber man fährt ja nicht mit dem eigenen Gefährt quasi zum Start, sondern man fährt ja zum Ziel. Genau. Und wird zum Start gebracht. Wie ist eigentlich dieser ganze Ablauf? Also ich würde jetzt mitmachen, ich melde mich jetzt an, am besten wahrscheinlich jetzt, weil jetzt gibt es wahrscheinlich noch einen günstigeren Preis, ich bin mir jetzt nicht sicher, das könnt ihr mir gleich sagen. Ja, gibt's. Und dann mache ich was, außer rechtzeitig nach Kötschach-Mauten zum Fahren. Also im Prinzip, ja, du kannst nach Kötschach-Mauten kommen, dir da eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Du kannst aber auch in Osttirol in Siljan bleiben. Du hast aber auf jeden Fall den Luxus, dass wir die als Veranstalter vom Zielgelände, das dann auch das Zielgelände ist, zum Startplatz bringen. Und der Leopold wird uns erzählen, warum wir das machen. Ja, das ist einfach, um das so angenehm wie möglich für die Sportler zu machen,
sagt man, okay, im Zielgelände habe ich meine Unterkunft, habe keine weiten Wege, nachdem ich die 80 Kilometer hinter mir habe. Und wir werden rechtzeitig eben vor dem Start, gibt es ein oder wir hoffen mehrere große Busse, je nach Teilnehmerzahl, die dann das Shuttle von Mauthen direkt nach Siedlern zum Startgelände machen. Wie viel vorher ist das? Weil der Start ist um Mitternacht. Wie lange fahre ich da? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich wohne jetzt da von mir aus irgendwo in Kärnten oder ich fahre direkt an dem Tag hin, weil ich habe nicht dort übernachtet, wann muss ich denn im Zielgelände sein? Um 9? Ja, um 9 musst du spätestens drüben sein im Zielgelände. Du wirst da die Möglichkeit haben, die da warm zu halten in einem warmen Gebäude und du wirst vor allem startfest dir noch genehmigen können, ob du da ein Bier trinkst, sei dir selbst überlassen. Aber auf jeden Fall wird es in Siedlern in Osttirol auch mit der Bevölkerung ein gemeinsames kleines Fest geben, um dann nicht allein beim karnischen Ungetüm zu starten, sondern dass auch da die Rahmenbedingungen ein bisschen nach Party ist und du mit einem kleinen Motivationsschub in die Berge gehst. Jetzt weiß ich, warum es alkoholfreies Bier gibt, damit du beim Start das trinken kannst, aber nicht angesoffen irgendwie 80 Kilometer laufen musst. Es ist ja, wir werden es jetzt niemandem vorschreiben, dass er was trinken muss, aber man kann. Also, wie gesagt, Eigenverantwortung. Ja. Früher war Alkohol ja auch Doping, also von daher. Richtig, aber früher war Strychnin Doping, aber würde jetzt auch keinen roten. Ja. Wann rechnet sie mit den ersten im Zügelände wieder? Hui, das ist eine schwierige Frage. Das kommt natürlich davon, welche Kapazune sich anmelden für das karnische Ungetüm. Wir sind auf jeden Fall auf alles eingestellt. Also von mir aus kann der Erste schon am Mitte Vormittag eintrudeln. Und wenn der Erste erst um, unter Anführungszeichen, erst um 13 Uhr daherläuft, dann soll das auch so sein. Na. Wir werden im Zielgelände einen Frühschoppen veranstalten. Das heißt, ob nein, er kannst du da sein, Peter. Motivation, schneller zu laufen. Toll, toll. Das heißt, wenn man um 13 Uhr ankommt, dann haben die meisten schon einen zweiten aufgewärmten. Und also für Stimmung ist sicher gesorgt. Und es ist halt direkt neben dem Zielgelände ist ein Schwimmbad, ein wunderschönes Naturschwimmbad. Also da kannst du dann deine Schwimmleistung noch einmal richtig unterstreichen. Genau. Ein Reverse-Triathlon. Kurse gleich im Zielbereich an. Ja, ich schwimme nicht weiter, aber tief. Ja. Nein, ich Medaillentaucher sozusagen. Ich hab eine Schwimmtrainingstunde in meinem Leben gehabt und das war der Hartwig, der Trainer. Und so müde war ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Ja, ich empfehle mich. Und er macht es ja ganz sympathisch, so am Beckenrand, sehr motivierend. Mit der Trillerpfeifen. Wobei, ich hab schon von anderen mitbekommen, die da in Hartwig genossen haben, dass die begeistert waren von seinen Schwimmtrainer-Skills. Also so gesehen. Wenn man gern angeschrien wird, ja, sicher. Genau. Ich würde mir damit zwecks Skill-Sergeant würde ich mir nicht viel von Jordi abschauen. Der ist da ein schlechtes Vorbild. Ja, das ist wahr. Wobei für den gibt es eher ein bayerisches Bier, glaube ich, auch. Also eine bayerische Variante noch im Zü. Habe ich jetzt gerade vorher auf der Seite des Craft Beers gesehen. Also, er fühlt sich dann wieder heim. Also, ich glaube, bei Lonzium ist für alle Geschmäcker was dabei. Da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendjemand unzufrieden nach Hause geht. Habt ihr eigentlich ein Teilnehmerlimit nach oben auch? Ja, also, im ersten Jahr haben wir das auf jeden Fall bei 100 Teilnehmer. Mehr können wir jetzt mit dem, was wir geplant haben, nicht verantworten. Also wenn sich 100 Teilnehmer anmelden, dann sagen wir, okay, stopp, mehr wollen und können wir im ersten Jahr gar nicht erledigen. Ja. Was dann im zweiten Jahr ist, schauen wir uns gern an. Wir erweitern das gern, aber wir schauen das Schritt für Schritt an. Das soll eine Veranstaltung sein, die ein gesundes Wachstum hat und nicht, ja. Es ist aber ein schlauer Ansatz, weil das es bringt mir nichts, wenn ich 400 Teilnehmer habe, die ich nicht handeln kann und wo dann so viel mehr passieren kann, die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Und man muss ja ehrlich sein, wir sind jetzt nicht direkt aus der Trailrunning-Szene, so ehrlich kann man sein, so authentisch kann man sein und deswegen haben wir sicher auch noch einige Sachen zu lernen und die werden wir hoffentlich Step by Step lernen und deswegen die Schritte.
Nein, ich finde, das ist ja auch grundsätzlich okay, und ich finde das ja auch spannend zu sehen, wie sich so Veranstaltungen weiterentwickeln. Also mein Beispiel ist so, mit der Veranstaltung, mit der ich mitgewachsen bin, war der Mozart. Ich meine, man kann jetzt überstreiten, ob das immer wieder bei der Ironman-Sache. Aber wie ich dort teilgenommen habe, das erste Mal war es in der ersten Austragung, das hat im Endeffekt nichts mehr zu tun mit der Veranstaltung, das jetzt ist. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass sie über die Jahre hinweg ihre Herzlichkeit behalten hat. Und das sowas finde ich grundsätzlich sympathisch an Veranstaltungen. Und wenn die Jahr ein, Jahr aus immer wirklich genau gleich sind, das schafft doch ein falscher Grenzstaffellauf nicht. Die gehen auch irgendwie zumindest langsam mit der Zeit. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das nur nachvollziehbar, dass das so angegangen wird. Ja, ich muss ehrlich sagen, ein kleines Vorbild ist irgendwie der King of the Lake, bei dem ich jetzt zweimal teilgenommen habe. Da merkt man auch irgendwie, dass die Region mitzieht, dass die Veranstaltung ein Verein noch über hat. Die Veranstaltung platzt natürlich aus allen Nähten, aber trotzdem ist da noch irgendwie das Herzblut der Veranstaltung spürbar, und das macht es dann wahrscheinlich auch so einzigartig, dass das so geht wie die Hölle. Ja, und ich denke mir, es muss ja nicht immer höher, also größer und noch größer und noch größer. Ich finde, man muss auch irgendwann einmal sagen, jetzt ist genug, auch wenn es dann natürlich aus allen Nähten platzt. Aber ich finde, und das machen halt die wenigsten, dass der Ethos einer Veranstaltung eigentlich für mein Verständnis manchmal wichtiger wäre, als dass das heißt nicht, dass ein keine Ahnung, UTMB einfach größer denkt und größere Ambitionen hat. Aber auch da muss irgendwann einmal ein Ende sein, finde ich. Muss auch irgendwas genug sein und nicht mal, man fängt an durchzudrehen, so wie sie das teilweise jetzt schon vielleicht tun. Ja, ich habe auch selber als aktiver Sportler schon bei genug Bewerbe teilgenommen, wo solange alles okay ist und mit dir selber okay ist, ist okay, passt, zahlst dein Geld, machst mit, aber sobald irgendwie dein Startersackel dann nicht mehr auffindbar ist und du irgendwelche Probleme von der Organisation hast, dann hört sich irgendwie der Spaß auf, und gerade bei so großen Veranstaltungen verliert sich das irgendwie, du bist eine Nummer, das interessiert niemanden, und dann macht das alles überschaubar viel Spaß, und das soll es auf keinen Fall sein, und also unser Herz an der Sache werden wir sicher nicht verkaufen. Das ist gut. Das ist nicht der Steffen, dann findest du der Startersackel nicht, obwohl es da ist. Ja. Also hört euch die erste IRTF-Folge bitte an. Ja, eine wunderbare Folge und eine wunderbare Erinnerung, die wir, glaube ich, nie wieder aus dem Kopf kriegen wollen. Ja. Einen fluchenden Steffen, der sein Dropback sucht. Naja, vor allem weil ihr gesagt habt, was einen als Teilnehmer ärgert, das sind ja nachher so Sachen, wie wenn du bei manchen Veranstaltungen, wenn du weiter hinten im Feld bist und es geht da eh schon dreckig, und dann gibt es bei der Verpflegungsstation nichts mehr zum Essen oder nichts zum Trinken. Ja, habe ich auch schon gehabt, ja. Das ist halt dann echt Mist. Gerade Verpflegung ist was, auf das du verlässt. Weil dass du verlaufen kannst, na gut, das kann da passieren. Aber dass irgendwo nichts mehr zum Trinken gibt oder das, was irgendwo steht, nicht mehr zum Essen gibt, das ist halt was doof ist, weil das kann da halt wirklich das kann da im übertragenen Sinn das Knack brechen bei so einem Wettkampf. Weil dann, wenn du trocken laufst, dann bist du halt verloren. Und das ist eben ja da nicht, das kann ja da nicht passieren. Eben, das ist ja unter anderem ein Grund, warum wir die Teilnehmerzahl bei 100 maximal halten, weil man dann auch die in Ruhe bei den Checkpoints die Teilnehmernummern abhaken können und wissen, wer ist jetzt noch ausständig, wie viel kommen jetzt noch zur Labestation, und wenn nicht der Letzte da ist, wird da nichts abgebaut. Das kann dann auch nicht passieren. Guter Hinweis noch zu abhaken bei der Labestation. Es gibt eine offizielle Zeitmessung. Gibt es Zwischenzeiten oder gibt es Starten und ins Ziel kommen und fertig? Ob es jetzt offizielle Zwischenzeiten gibt, das haben wir mit der Firma Time to Win noch nicht ausgemacht. Was es aber auf jeden Fall geben wird, ist, dass man jeden Teilnehmer live verfolgen wird können, wo er ist und wann er wo gewesen ist. Okay. Das heißt, das ist ein komplettes Live-Tracking. Macht ihr das mit so einem eigenen Tracker, den jeder quasi mit hat, oder ist es irgendwo eingebaut? Da gibt es ja, glaube ich, auch zwei, drei verschiedene Systeme. Also die Firma stellt uns so eine, also technisch dürfte es mir da jetzt nicht festnageln, aber es sind irgendwie so GPS-Sensoren mit 2G Fallback, den man sich extra anschnallen muss. Den muss jeder Teilnehmer dabei haben. Und zusätzlich sollte oder muss ein eigenes Navigationsgerät, egal ob Uhr oder eigenes Navigationsgerät, mitgenommen werden. Aber der Teil, also die
die Firma der Zeitnehmung stellt einen eigenen Chip zur Verfügung, den man verpflichtend mitführen muss. Ja. Cool, also es ist nicht nur das in der das Startnummernzeug oder ich laufe irgendwo drüber, sondern es ist wirklich ein eigenes Drum, das ich mit habe. Genau. Also damit, was ich jetzt von Wettkämpfen kenne, habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen, dass du auch wirklich weißt, wo die Leute sind. Und bis auf 2-3 Passagen, wo halt wirklich der Empfang super Mist ist, was jeder versteht, der irgendwie im Gebirge unterwegs ist, sind die Sachen eigentlich mittlerweile echt reliable. Und ja, cool. es ist ja so, also wir haben am Anfang, gerade am Anfang von den Planungen, die verschiedene Zeitnehmer angeschrieben und es haben sich einige gemeldet, die gesagt haben, ja, wir hätten Interesse, das mit euch zu machen, aber wir kriegen das technisch nicht hin. Und die Firma, die wir jetzt dafür haben, die haben gesagt, ja, passt, ihr kennt schon, das irgendwie mit einem Chip bei der Startnummer machen, aber kostet dann zwar weniger, aber die Sicherheit ist nicht gegeben. Und was halt bei uns, oder gerade für mich als sportlichen Leiter, die oberste Prämisse ist einfach die Sicherheit. Und deswegen muss da jeder die Chip mitnehmen. Und das kostet uns als Veranstalter natürlich auch mehr wie irgend so ein Kleberl auf der Startnummer drauf. Aber gut, das spielt im Endeffekt keine Rolle, wenn alle sicher im Ziel sind. Und ich finde es auch ehrlich gesagt als Angehöriger dann netter, wenn ich, oder auch als Sportler netter, wenn ich meinen Angehörigen quasi so ein Live-Ding geben kann, weil dann kriegt es irgendwie so einen höheren Mitfieberfaktor. Ja. Es ist auch geplant, dass wir im Zielbereich eben eine kleine Video-Wall haben, wo wir dann live die ganzen Läufer, wo die mitverfolgt werden können. Es ist ja sicher für die Zuschauer viel, viel interessanter, als einfach nur dort zu sitzen und zu warten, bis dann der erste auftaucht. Ja. Und es gibt ja schon ein, zwei Hütten, wo man, bevor man jetzt im Zielgelände wartet, hinfahren kann, zum Teilweise ein paar Minuten gehen kann, wo man dann sein Familienmitglied unterstützen kann zum Beispiel und nochmal anfeuern kann und dann ist Ziel fort. Mhm. Das ist natürlich richtig cool, weil das kriegt man einmal mit, wenn man jetzt, was weiß ich, der Flo läuft irgendwo und ich sitze daheim oder umgekehrt, wenn du dann nur auf, weiß ich nicht, 12 Stunden, 3 Zwischenseiten hast und dann vielleicht noch jemanden, der vor Ort twittert oder sonst irgendwas macht und sagst, kommt der irgendwann einmal durch? Das ist halt auch so halb spannend und da ist es halt noch cool, wenn du das wirklich live mitverfolgen kannst. Das finde ich schon geil. Außerdem diese Aufkleber bei den Startnummern haben wir ja schon miterlebt in verschiedensten, wie soll ich sagen, extremeren Wettersituationen. Also wenn viel Regen ist oder wenn es sauhass ist, dass diese Kleber sie lösen können. Und letztes Jahr beim Mozart haben wir 2 von diesen Aufklebedingen mitgenommen und dem Zeitmesser in die Hand gedrückt und gesagt, du, derjenige ist wahrscheinlich schon durchgekommen, der ist nicht ausgefallen. Und der wäre wahrscheinlich sehr unzufrieden, wenn es ein DNF nur weil sein Depper der Start noch auseinandergefallen ist. Ja, das ist eh nur eine harmlose Variante, aber also wir haben dann im Ziel geplant, dass ihr sportlicher Leiter gemeinsam mit der Bergrettung und mit jemand von der Zeitnehmung drin sitzt und auch wenn sich jetzt ein GPS-Punkt längere Zeit nicht weiter bewegt, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir jemanden zu dem Punkt hinschicken und dann einfach wissen, okay, da dürfte was nicht in Ordnung sein und da müssen wir dann nicht warten, bis wir uns sicher sein, dass was nicht in Ordnung ist, sondern können davor vielleicht schon reagieren. Ja, und wie gesagt, das ist einfach die Sicherheit, die wirklich das oberste Gebot ist bei alpinen Veranstaltungen. Was wir jetzt natürlich noch abklären müssen, ist, ob das Ganze wasserdicht ist für die Schwimmpassagen. Da gibt es so Sackerl, oder? Flo, du hast das ja ab und zu mitgehabt, diese, wie heißt denn diese kleinen Sackerl, wo du Sachen einpackeln kannst? Also, so jetzt Sackerl. Nicht Friersackerl, sondern ja, was? Schon. Da gibt sicher was von Tupperware. Ja. Heute bist du nicht auf der Höhe, bitte. Am besten so ein kleines Tupper, also eine kleine Tupper-Box. Was das eine tust, damit es auch wirklich 80 Kilometer lang tak, 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 hinter dir herumpäppelt. Hast gleich ein Metronom dabei. Ja, und den Ausraster nach Kilometer 7. Gratis dazu. Nur heute. Bei irgendeiner Veranstaltung war das aber, wo ein Typ von mir gelaufen ist mit einem Metronom, der das echt für seine, damit er seine Lauffrequenz irgendwie einhält. So übrigens, spannend. Bei Kilometer 7 bist du, ich müsste jetzt lügen, ganz genau weiß ich es nicht, bist du auf der Siljaner Hütten. Ich bin ja, wie gesagt, den Karnischen Höhenweg abgegangen. Bester Apfelstrudel ever.
Falls du da Zeit nehmen willst, es ist zwar schon, es ist noch etwas dunkel, vielleicht haben sie noch was übrig vom Vortag, aber ich habe mir 3 am Stück reingedrückt. Also es war ein Traum. Sagen wir, 7 Kilometer ist so eine Stunde oder sowas. Ihr startet zu Mitternacht. Glaubst du, dass die um 1 in der Früh, zwischen 1 und 2 in der Früh, noch einen Apfelstrudel haben? Wenn ihr nett zu uns seid, sorge ich dafür, dass du einen Apfelstrudel kriegst. Sagen wir so, wenn man sich dazu verpflichtet, dann durch alle Seen zu schwimmen, dann würden wir auch einen eventuell sponsern. Für jeden, der das schafft und natürlich ins Ziel kommt. Also den kann er dann erst essen. Nein, er muss dann wieder zurückgeben, wenn er nicht, klar, es ist noch nicht wohl durchdacht. Ich muss mal rausschnapsen, glaube ich. Flo, geh nochmal auf einen Apfelstrudel und denk nochmal drüber nach, über die ganze Geschichte. Ich habe nie behauptet, dass ich hier mit den ausgereiften guten Ideen daherkomme. Ja, aber das Ganze startet um Mitternacht, haben wir gesagt. Ja. Sind die Hütten wirklich durchgehend, also habt ihr das mit denen abgesprochen, dass die quasi durchgehend in der Nacht offen sind oder dass man dorthin kann, weil ich glaube, die ersten 1 bis 2 Hütten wirst du halt, zumindest die ersten wahrscheinlich, um 3 in der Früh irgendwo sein. Ja, à la carte kannst du nicht mehr bestellen. Ja. Genau, à la carte wird es ein bisschen schwierig, was aber auch im Hochbetrieb schwierig ist. Auf einer Hütte gibt es so gut wie keine à la carte Essen, gerade bei der Abendbewirtung. Aber ja, wir haben das mit den Hütten ausgeredet. Wir sind auch bemüht, die Hüttenruhe der Wanderer nicht zu stören. Mhm. Aber die Hüttenwirte sind ja so nett, dass sie uns ein Scheinwerferlicht zur Verfügung stellen, die Infrastruktur vor der Hütte, auch die Toilettenanlagen zur Verfügung stellen. Aber ja, wie gesagt, es kommen jetzt keine 4000 Leute nach 7 Kilometer, die da eine komplette Party veranstalten, sondern da schaffen wir es auch, die Hüttenruhe einzuhalten und die Wanderer nicht wirklich zu stören. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass man 3 Stunden für 7 Kilometer braucht, aber ich weiß nicht, ob der Peter das jetzt rückwärts laufen will. Nein, ich habe jetzt auch nicht an diese Hütte gedacht, sondern ich an die erste Verpflegungsstation gedacht. Die ist ja bei Kilometer 15 vielleicht oder so irgendwas in die Richtung. Und da habe ich mir gedacht, okay, na, die erste Verpflegungsstation ist die Porze-Hütte, noch 30 Kilometer, kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Die erste Verpflegungsstelle ist die Siljana-Hütte. Ah, okay, das heißt, die Karte. Ich nicht on top of den Game. Also, das ist schon der. Das ist schon der. Hier steht 5 Labestationen und es gibt 1, 2, 3 Cut-Offs. Jetzt, da war ich mir nicht sicher, wo die Labestationen noch sind, die anderen 2. Na, die erste ist bei der Siljana Hütte, aber also Peter, wenn du teilnimmst, zoom auch noch einmal so wie der Florian in die Strecke rein, um die Hütten zu erkennen und tust du vielleicht leichter, wenn du weißt, wo du was zum Essen und Trinken kriegst. Ich glaube, du wirst zu sehr ich, Peter. Ja, diese Befürchtung habe ich auch. Und das ist wirklich eine Urangst von mir. Wir kommen einfach zu Saisonbeginn vorbei, dann laufen wir das dann gemeinsam ab. Das ist tatsächlich so eine blöde Idee. Also ihr könnt laufen, ich werde gehen, aber wir treffen uns dann auf die Hütten. Wenn ich derzeit laufe, bin ich nicht viel schneller, als wenn du gehst. Und die, du hast mich noch nie laufen gesehen. Und die Ersten, die unterwegs sind, werden wahrscheinlich bei diesen Verpflegungspunkten auch hinkommen, Wasser holen, eine Gels weghauen und den Eigen nehmen und fertig. Ja, der Kulinarik werden sie sich eher sporadisch widmen, ja. Ja, also, ich weiß es nicht. Der Dom hat, und ich glaube du auch, Flo, in Innsbruck, ihr habt es ja festgestellt, es hat Pudding gegeben und was Gott was alles. Und also ich hätte es nicht mitgekriegt, dass du irgendwas zum Essen gegeben hast. Das war mir einfach super wurscht. Ich habe mir die Zeit genommen und genieße. Ich will ja was von meinem Geld haben. Ich will, ich mache da nicht auf husch husch und schnell durch. Ich will ja, ich zahle dafür. Also möchte ich das bitte adäquat auskosten. Ich glaube, so ein schöner Germknödel wäre schon was Feins da oben. Aber das ist genau das, was ich ja jedem, glaube ich, mitgeben will. Gerade am Start werde ich das noch einmal erwähnen, dass man, gut, es wird immer ein paar geben, die vorne um den Sieg mitlaufen und die sollen Kopf im Boden und geht schon. Aber gerade am Karnischen Höhenweg ist die Bergkulisse wirklich so wunderschön. Da kann man schon manchmal den Kopf nach oben neigen und das ein bisschen aufsaugen und nicht einfach stur ins Ziel zu laufen, sondern da kann man schon wirklich einige schöne optische Momente mitnehmen. Steinerhaufen bleibt Steinerhaufen. Nein. Wir sind mit Peter zum Mont Blanc gefahren und sind da irgendwie in das Tal hineingefahren und neben uns haben sich die 4000er irgendwie, die sind in die Luft emporgestiegen. Peter, nee,
Berge. Nee. es ist schwer, einen Peter da mit einer Landschaft zu beeindrucken. Ja, vielleicht macht es der Sonnenaufgang wett. Oder ja. Ist halt auch ein Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, wie du denkst. Naja, ich glaube, das kann schon ganz nett sein. Vor allem, wenn man eben am Grat oben ist. Das kann, und vor allem, man läuft ja in dem Fall tatsächlich der Sonne entgegen. Yep. Da hört man direkt die Bergliebe raus. Es kann schon ganz schön sein. Ja. Ja, ich bin ein Genießer. Ja, ah, ganz nett. Immerhin bist du für den Social Media Content zuständig. Das heißt, du könntest eigentlich viele Fotos machen, die du dann über die nächsten Jahre immer wieder auf unserem Instagram-Account raushaust. Also ja. Eigentlich müsstest du da voll für die Landschaft sein. Das könnte ich wohl machen. Muss ich aber nicht. Aber ich kennt. Blöd. Flo, erzähl, was willst du noch wissen? Willst du noch was wissen? Mein digitaler Fragezettel ist ausgefragt. Meiner auch. Das Einzige, was ich mir noch frage, ist, wer hat sich jetzt noch nicht angemeldet für das Zeug? Und jeder, der sich bis jetzt noch nicht angemeldet hat, dem würde ich empfehlen, geht einmal da auf diese kut80.at Seiten und da gibt es so auf halber Höhe Anmeldung starten oder ihr nehmt das Menü oben rechts, da gibt es auch irgendwo Anmeldung, dann scrollt das Ding total neumodern zur richtigen Stelle hin, so wie man das halt macht. So. Und da könnt ihr euch anmelden und das Ganze ist jetzt gar nicht einmal so teuer. Also viele werden sagen, ja, na, es gibt ja billigere Läufe. Hochalpin, 80 Kilometer zum Start führen mit dem Bus und so weiter und so fort. Also es ist jetzt da schon berechtigt, dass man da Geld zahlt dafür. An dieser Stelle mal gesagt. Und ihr müsst ganz schnell sein, weil dieser Podcast kommt ja raus am 30.12. und bis morgen oder heute ist noch billiger. Richtig. Und zwar erheblich billiger. Also jetzt schnell anmelden. Und wer es bis jetzt durchgehalten hat, hat die Möglichkeit, dass er es ganz billig kriegt. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass wir auch noch einen Startplatz verlosen. Und das geht natürlich ganz easy, indem sie die Quizfrage, die beiden sie jetzt da nämlich super spontan ausdenken dürfen, beantwortet und das bei uns beim Instagram-Post runterschreibt und natürlich dem Kut80 für Bergfoto-Content folgt, weil das geil ist. Für viele, also so diese Sonnenaufgänge und Berge und so, da gibt es immer wieder coole Sachen. Ihr erfahrt auch, welches Bier das gibt, was wirklich sinnvoll ist. Und uns natürlich, aber sonst könnt ihr nicht posten. Ja, jetzt habe ich euch genug Zeit mit dem Geplapper gegeben. Habt ihr denn eine schöne Frage über die Geschichte des Karnischen Höhenwegs für uns? Ich weiß nicht, ich glaube, der Leopold wird sich dazu was einfallen lassen. Ich würde das nur auf RTL-Niveau machen und fragen, wie viele Kilometer gibt es denn zu absolvieren beim Kut80? Ich hätte mir schon gedacht, dass die Frage kommt, was heißt Kut eigentlich ausgeschrieben oder so. Das auch das schön, auch ist das schön. Wir müssen uns nur einigen. Wird es die Kilometeranzahl oder wird es das Ausgeschriebene? Ich bin eher fürs Ausschreibende dann, ja. Also ja. Ich habe da schon höhere Ansprüche an unsere Teilnehmer. Das heißt, du bist immer so auf ARD-Niveau. Ja. Geistert. Okay. Oh. Arte. Okay. Die Antwort bitte auf Französisch. Also Flo, der Instagram-Post muss jetzt damit klassischer Musik unterlegt werden. Ja. Passt. Ja dann, also ihr beantwortet, was gut ausgeschrieben hast. Und schreibt es drunter und folgt uns und wir werden das verlosen und euch dann in den richtigen Kontakt bringen und dann werdet ihr ein richtig geiles Event erleben im August 2023 mit 80 Kilometer über den Berg und dann Zieleinlauf mit Bier in Kötschach-Mauten. Ich danke euch, dass ihr euch fast eine Stunde für uns Zeit genommen habt und unsere doofen Fragen beantwortet habt. Ja. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Wir sehen uns in Kötschach-Mauten. Ja, jawohl. Vielen Dank für die Einladung. Schön mit euch. Ja, wir freuen uns sehr, sehr und wir wollen tatsächlich dabei sein. Also, bis denn dann. Grüß Enk. Ja. Ciao. Ciao.